In den großen Metropolen sind fast 50% der Wägen Dienstwägen. Und wenn man sich die dicken Wägen anschaut, die mit den großen Auspuffen, dann sind das fast ausschließlich Dienstwägen. Hier hätte der Rotstift angesetzt gehört und man hätte leicht eine Entlastung für den Haushalt erwirtschaften können. Aber nein, man schaut sich den Agrardiesel an und da bin ich wieder beim handwerklichen Fehler. Wie naiv muss man denn sein, zu glauben, dass man mit dem Agrardiesel den Haushalt sanieren kann? Und wie naiv muss man denn sein, wenn man so eine Streichung im Januar durchführt, wo die Landwirte zu Hause sitzen? Wo sie mit dem Bulldog auf Demos fahren können, aber sonst den im Schuppen stehen haben. Naiv, handwerkliche Fehler ohne Ende. Und da fragt man sich manchmal, war das nicht Absicht? So blöd kann doch keiner sein. War das Absicht? War das vielleicht ein Ablenkungsmanöver, währenddessen in Europa die neue Gentechnik eingeführt wird, legalisiert wird, die Kennzeichnungspflicht abgeschaffen wird? Meine Damen und Herren, in den letzten Jahrzehnten haben 80% der Landwirte aufhören müssen. 80%, das Schöne oder das Tragische, wie man es nimmt, ist, bei den Insekten war der Rückgang auch 80%. Schön, weil es so plakativ ist und weil es so einfach darstellt, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Eine funktionierende Ökologie funktioniert nur mit einer regionalen, nachhaltigen Landwirtschaft und umgekehrt. Und jetzt kommt diese neue Gentechnik wie eine Abrissbirne, fahrt sie in die letzten Reste funktionierender bäuerlicher Landwirtschaft. Ein großer Teil der Nahrungsmittel verdanken wir den Bienen und dem Wind. Und beides transportiert zukünftig gentechnisch verändertes Erbgut. Mit dem Wind wird zum Beispiel der Weizen, der Mais bestäubt und die Pollen sind zukünftig gentechnisch verändert und sie werden auch einschlagen auf den Feld von Biolandwirten. Und unsere Bienen, die wir im Volksbegehren so thematisiert und ins Zentrum gestellt haben, werden gentechnisch veränderte Pollen eintragen und wir werden es nicht einmal mitbekommen, weil die Kennzeichnungspflicht wegfällt. Meine Damen und Herren, das, was in Brüssel gerade passiert, ist die Abrissbirne der letzten Reste regionaler Landwirtschaft und die Abrissbirne für die Biolandwirtschaft. Und das ist weit gefährlicher als die Abschaffung des Agrardiesels. Aber im Zentrum der Politik stehen nicht nur handwerkliche Fehler, da steht ganz, ganz häufig Lobbyismus. Lobbyismus bedeutet, dass die Chefs von Verbänden, von Industrieunternehmen sich die Türklinke reichen im Bundestag und in den Landtagen. Es bedeutet, dass die Politiker Aufsichtsratsposten noch und noch haben und dass sie immer weichfallen, wenn sie aus ihrem politischen Amt ausscheiden. Sie fallen automatisch die Treppe nach oben. Und das beste Beispiel ist unser Bundeskanzler. Unser Bundeskanzler, der noch früher eine höhere Tabakbesteuerung bekämpft hat, hat erst vor kurzem wieder sich gegen das Tabakbesteuerungsmodernisierungsgesetz erfolgreich eingesetzt. Man hätte jetzt bei diesem Gesetz auch die E-Zigaretten, die auch süchtig machen, die auch dieses Gift Nikotin enthalten, die so viele unserer Jugendlichen und Kinder treffen, stärker besteuern müssen, aber unser Bundeskanzler hat sich dagegen verwandt. Ein Lobbyist ersten Ranges. Oder schauen wir uns an sein Verhalten im Cum-Ex-Skandal. Der größte Wirtschaftsskandal der Bundesrepublik Deutschland.
Abermilliarden hat es uns gekostet, diese Verschiebereien von Banken und Börsenspekulanten, um Steuern zu vermeiden. Und was macht unser Bundeskanzler? Er trifft sich mit den Banken, um sie vorzuwarnen, als die Razzien im Haus standen. Aber er hat eben auch ein großes Vorbild. Er schaut, wenn er, wenn es eng wird, immer über den Atlantik zum Biden und denkt sich, Vergesslichkeit ist manchmal nicht schlecht. Vergesslichkeit ist immer gut und es war immer schon ein raffinierter Kniff, um sich vor Verantwortung zu drücken. Vor Verantwortung, wenn es darum geht, den Menschen zu erklären, wo diese Milliarden hingeflossen sind. Milliarden, die jetzt an anderer Stelle eingespart werden müssen. Oder schauen wir uns die Innenstädte an, die momentan immer größere Lücken aufweisen. Baulücken, Bauruinen, halb fertiggestellte Häuser und immer mehr Kaufhäuser, die leer stehen und immer mehr Personal, das um seine Arbeitsplätze fürchtet. Unser Bundeskanzler, bekanntlich regierender Bürgermeister in Hamburg gewesen, hat dafür gesorgt, dass ein österreichischer Immobilienhai dort einen Elbtower baut. Wenig später, als klar war, die Zeiten dieser Kaufhauskonzerne gehen dem Ende zu, schustert er Galeria Kaufhof 400 Millionen Euro zu. In ein undurchsichtiges Firmengeflecht sind diese 400 Millionen verschwunden. 400 Millionen, wer kann rechnen? Knapp 5 Euro pro Person. Ich wette, wenn ich jetzt heute hier einen Hut rumgehen würde und um 5 Euro bitten würde, da käme eine ordentliche Summe hier drin zusammen. Und wenn ich euch dann fragen würde, was machen wir mit dem Geld? Musik höre ich hier. Ich hätte in Musik, die finanzieren wir die Musik. Gutes Stichwort, da geben wir noch was rum. Ich hätte drei andere Vorschläge. Wir spenden es an ein Waisenhaus in Somalia. Wir sorgen für ein Seniorenprojekt in der deutschen Innenstadt. Oder wir geben es einem österreichischen Trickbetrüger. Unser Bundeskanzler Scholz hat zielgenau die Antwort gewusst. 400 Millionen an Signa und seinem Benko-Eigentümer. 400 Millionen, einfach so mal weg. 400 Millionen ist auch ungefähr die Summe, die in unglaublich kurzer Zeit in diese Gasterminals auf Rügen geflossen sind. Subventionen in eine Industrie, in einen Wirtschaftszweig, von dem wir uns verabschieden wollten. Ein Wirtschaftszweig, der fest zementiert eine fossile Energie. Weitere Jahrzehnte werden wir Treibhausgase in die Luft blasen. Und wer sich LNG, also verflüssigtes Erdgas, anschaut, der weiß, dass gerade wenn es aus Fracking gewonnen wird, dass es unglaublich schädlich ist, dass bei der Gewinnung schon sehr, sehr viel Methan in die Luft ausgestoßen wird, 40 Mal wirkungsvoller als CO2, dass die Verflüssigung unglaublich viel Energie frisst, dass der Transport unglaublich viel Energie frisst, dass das Grundwasser geschädigt wird, dass es etwas ist, von dem wir längst wegkommen sollen. Reines Teufelszeug. Und unser Wirtschaftsminister, ein Grüner, steckt aber Millionen in diese Technologie und zerstört ein Naturschutzgebiet an Deutschlands schönster Küste. Und ich könnte jetzt wieder einen Hut rumgehen und sagen, 5 Euro von jedem von euch. Und ihr dürft euch wieder entscheiden. Waisenhaus in Somalia, ein Naturschutzprojekt in der Ostsee für die letzten dahindarbenden Fischbestände dort oder 400 Millionen in die amerikanische Fracking-Industrie. Unser Wirtschaftsminister hat wieder die Antwort gehabt. Es wäre nicht unsere gewesen.
Das sind alles riesige Kosten. Eine schaut anders aus. Eine Ministerin haben wir, die fahrt eher Geld ein. Es ist unsere feministische Außenministerin. Eine, die um die Welt reist und gesagt hat, wir werden eine Wende hinlegen in der Außenpolitik. Wir werden unsere Außenpolitik nach Werten ausrichten. Wir werden eine Außenpolitik treiben, die seinesgleichen sucht und die vorbildhaft sein wird weltweit. Eine Außenpolitik, die sich ein gutes Stück auch an dem orientiert, was Schweden lange Zeit für die Welt bedeutet hat. Ja, und sie macht's. Sie fährt nach Saudi-Arabien und verkauft dort EurofighterInnen. Und da kommen vielleicht die 400 Millionen rein, die anderen Ministerien wieder verpulvern. Aber ist das Feminismus? Ist das Feminismus, wenn man ein System stützt, eines der letzten wirklichen absolutistischen Monarchien mit einer grausamen Regierung, die jede Meinungsvielfalt unterdrückt, die Frauen unterdrückt, die all diejenigen unterdrückt, die eine andere Orientierung haben, seien sie sexueller Art oder sei sie politischer Art? Ist das wirklich eine vorbildhafte Außenpolitik, wenn man hier so sich verrennt und dort unterstützend wirkt? Wir hätten eine andere Politik gewählt. Urban, du hast vorher das Thema Atomenergie angesprochen. Und als Niederbayer muss das Thema kommen. Die Atomkraftwerke haben hier immer eine riesige Rolle gespielt. Die an der Isar, aber die auch über der Grenze in Tschechien. Tschechien hat jetzt verlauten lassen, dass sie nochmal richtig investieren werden in Atomenergie. Für uns ein riesiger Fehler. Ein Fehler, weil man wieder setzt auf Uran, weil man wieder setzt auf die teuerste aller Energieformen. Atomenergie kostet mittlerweile ein Zigfaches von Solarenergie und Windenergie und da sind die Speichermedien schon längst eingerichtet. Selbst wenn wir den Windstrom und den Sonnenstrom zwischenspeichern müssten, müssten wir für die Atomenergie noch mehr als das Doppelte bezahlen. Aber noch etwas macht mir Angst, wenn ich das Thema Kernenergie, Uran höre, dann ist es das Thema Atomwaffen. Mittlerweile haben sich führende Politiker von drei großen Parteien für eine Bewaffnung mit Nuklearwaffen in Europa ausgesprochen. Die Grünen mit Joschka Fischer, die SPD mit ihrer Europaspitzenkandidatin, aber auch die Union mit ihrem verteidigungspolitischen Sprecher plädieren für eine Bewaffnung Europas mit Kernwaffen. Dabei war es mal Konsens, dass Atomwaffen in Europa in allererster Linie ein Ziel sind, dass die kurzen Vorwarnzeiten, die Europa zu potenziellen Gegnern im Osten hat, dazu bedeuten, dass jeder Fehler, jede Falschmeldung in eine unmittelbare Katastrophe führt. Es war einmal Konsens, dass Europa, sollte es, Westeuropa zumindest, jemals wieder zu einem Schlachtfeld werden, dass es dann möglicherweise das letzte Schlachtfeld in der Menschheitsgeschichte werden wird. Eine unmittelbare Bedrohung, und das haben wir wohl vergessen, nicht mit uns. Kernenergie ist schädlich, egal ob sie in Waffen oder in Atomkraftwerken benutzt wird. Und sie bedroht unser aller Existenz. Europa muss ein Friedensprojekt sein. Europa muss als das weiterleben, als das es gestartet ist. Eine friedliche Koexistenz von Völkern. Eine Vereinigung, die ihre Stärke im Zusammenhalt findet und nicht in einer Wiederbewaffnung und einer verstärkten Bewaffnung mit Atomwaffen. Auch dafür sind wir angetreten und wir sind vielleicht eine der letzten Stimmen, die hier
solche Falschentwicklungen auf europäischer Ebene anspricht. Und ich bin froh, dass wir bereits jetzt im Europaparlament vertreten sind und bin auch froh, zumindest sagen das die Umfragen, dass wir auch weiterhin dort vertreten werden, sein werden. Und ich bin froh, dass dann auch diese Stimme des Friedens und der Vernunft im Europaparlament zu hören sein wird. Ein Thema hat uns viel beschäftigt in den letzten Jahren, weil es ein Kernelement der Energiewende ist, des Klimaschutzes, nämlich die Verkehrswende. Aber die Verkehrswende in Deutschland und in Bayern liegt in den Händen von Politikern, die genau gegenteilig handeln. Politiker, die in keinster Weise Vorbild sein könnten. Da fliegt eine Verteidigungsministerin, gut, dass sie weiter ist, mit ihrem Sohn in Urlaub nach Sylt. Der Oppositionsführer Merz nimmt dazu nicht die Bereitschaft der Bundeswehr, sondern fliegt mit seinem Privatjet nach Sylt. Der Scholz, unser Bundeskanzler, der fliegt die S-Bahn-Distanz von Berlin nach Potsdam mit dem Hubschrauber. Und unsere Außenministerin lässt sich mit einem Airbus aus Köln kommen abholen, weil sie keine 3 Stunden in Kopenhagen warten will. 3 Stunden, um eine Videokonferenz von Berlin auszuführen, statt von Kopenhagen, und dafür fliegt ein eigenes Flugzeug von Köln nach Kopenhagen. 3-mal musste der Bundeswehr-Airbus kaputt sein, damit unsere Außenministerin Katar in einen Linienflug eingestiegen ist. Leute, von einer grünen Außenministerin erwarte ich anderes Handeln. Da erwarte ich eine Vorbildfunktion und da erwarte ich, dass sie, wenn sie interkontinental unterwegs ist, Linie fliegt und dass sie in Deutschland und in Europa mit der Bahn fährt. Jetzt habe ich einen Politiker vergessen, aber den vergisst man leicht. Der ist weniger mit dem Flugzeug unterwegs, unser Hupsi, der ist mehr mit dem Bulldog unterwegs. Aber dabei verlässt er auch seine Kernaufgaben. Er ist Wirtschaftsminister und als Wirtschaftsminister müsste er dafür sorgen, dass er fit wird für die Zukunft. Dass er unsere Industrieunternehmen in eine Richtung wachsen und gedeihen, die zukunftsfähig ist. Eine Richtung, die unser Klima schützt, eine Richtung, die unsere Artenvielfalt weniger bedroht. Und dafür sollte er sich einsetzen und weniger Populismus walten lassen und unsere Demokratie gefährden und die Spaltaxt ansetzen. Das erwarte ich von einem Wirtschaftsminister. Ja, meine Damen und Herren, der politische Aschermittwoch ist ein politischer Höhepunkt. Ein politischer Höhepunkt eines Wettbewerbs von Parteien und Politikern untereinander. Und wir kämpfen untereinander, gegeneinander, manchmal mit dem Florett, manchmal mit der Axt. Verbal hauen wir aufeinander ein, sticheln, manchmal humorvoll, manchmal schießt man übers Ziel hinaus. Es ist immer ein Wettbewerb unter Demokraten. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist zu einem Schönheitswettbewerb verkommen. Zumindest, wenn man sich die Rechnungen von unserem Landesvater anschaut, der über 170.000 Euro für Fotografen und Stylisten ausgegeben hat. Oder unsere Außenministerin, deren Summe für Stylisten auch nicht viel weniger ist. Oder unserem Bundeskanzler, auch der wird immer von einem eigenen Fotografen begleitet und hat eine 6-stellige Summe hierfür ausgegeben. Nein, es soll kein Schönheitswettbewerb sein, es soll ein Wettbewerb sein der Ideen und der Intelligenz. Und dafür plädieren wir und dafür stehen wir als ÖDP. Und bitte vergesst eines nicht, wenn ihr in den Spiegel schaut
und imaginär euch fragt, wer, welche Partei ist die schönste im ganzen Land. Über den sieben Bergen, ob am Potomac, an der Moskwa, in Gaza oder auch nur hier in Osterhofen, da gibt es immer jemand, der lauert und der ist tausendmal hässlicher als wir. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen guten Appetit, die noch was auf dem Tisch haben, einen schönen Aschermittwoch, viel Erfolg im nächsten Jahr bei der Europawahl. Denkt dran, verbreitet die Botschaft, wir sind die Alternative, die nicht von rechts kommt. Alles Gute. Applaus